Bundestagswahlkampf 2017. Hoppi präsentiert sinnvoll im Wahlkampf Raumschiff CDU/CSU kontraproduktiv, kontraproduktiv durch die Galaxis und dann links ab. Ja, dann müsste ich mal gucken. Wie? Was? Was hast du gesagt? Und noch einmal. Wie? Was? Was hast du gesagt? Wie? Was? Wer? Wie? Wo? Wann? Hoppi präsentiert sinnvoll im Wahlkampf Raumschiff CDU/CSU kontraproduktiv durch die Galaxis und dann links ab. Wir gehen auf den Planeten. Der Weltraum! Ja, und endliche Langeweile! Ja, wir befinden uns in einer fernen Galaxie völliger Hirnlosigkeit. Hier erleben Sie die unheimlich anspruchsvollen Abenteuer des Raumschiffs CDU/CSU. Mit ihren nahezu 1000 hirngeschädigten Patienten ist sie CDU/CSU das größte fliegende Rehabilitationszentrum für Nassbienen, für geistig zurückgebliebene Vollidioten. Für unheilbare Alkoholiker. La, 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 la. Erleben Sie nun, meine Damen und Herren, die irrsinnigen Abenteuer. Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017. Unter der Leitung des stets gewaltbereiten. Hoppi ist natürlich dabei, alles natürlich ehrenkontraamtlich und kontraproduktiv. Für den Inhalt des Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. CDU/CSU. Mit den Spitzen Nachfolge-Lügner-Kandidaten der ehemaligen NSDAP, modern, so sagt man heute, die Christlichen treten an. Als Hobby-Alkoholiker 0.1 des Superhirns der CDU, deine Mutti, die einzig abartige Luftnummer 0. Luftnummer, Führer, Commander, Angela, wir schaffen das, Merkel. Wann bist du denn für eine Nassbirne? 0.2 der CDU, der unscheinbare Riker, Goebbels, Wichser, auf Rädern, Wolfgang, Wichser, Altspacken, Faschist, Wichser, Schäuble, Wichser, Wichser, 0.3 CDU, Lieutenant, die siebenfache Uschi fucking Muschi, Mama feuerfrei, Oberfaschist, Fotze von der Leyen. Dass man hier echt nur Vollidioten um sich hat, so ein Mist, Junge. Ihr scheiß hirnrissigen Vollspastis. Du kackst gewiss Klos, deine. Bumschaudi, ich hab mir doch so eine Mühe gegeben. Bumschaudi, oder wie, oder was, oder wer? Oder was, oder wie denn, und warum denn überhaupt, und wieso, und weshalb, und wer, und wofür, und warum, und bei wem, und wofür, und warum? Hast du mich jetzt verstanden, oder wie, oder was, warum? Die obergrenzwertige Nullnummer des Fruchtgummikauen kleinputzigen Worf Ministerpräsident des Freistaates Bayern als auch Vorstandsvorsitzender der CSU in Vollzeit und ehrenamtlicher Vollsuff-Rassist Idioten-Vollhorst-Vollhorst-Idiot Seehofer. Ja, Junge, weißt du was? Ich habe heute Nacht geträumt, du wärst gestorben. Jetzt sehe ich deine dumme Fresse wieder hier. Scheiße, verdammt, Junge. Du Wichser. Du hast einen Intelligenzquotienten von 3 und eine tote Ratte hat einen von 10. Echt, Junge? Dummer Lutscher. Und wieso eigentlich, oder wie, oder was? Und jetzt nochmal von vorn. Wo, wie, wann, wer und warum? Oder wie? Und noch einmal. Wie, warum, wann und wieso und weshalb und warum? Und wofür und wieso und weshalb und warum überhaupt und so. Dummer Wichser. Also,
so. Wichser, dummer Wichser. Und natürlich noch die allerletzte. Und des Androiden-Commander. The empty brain girl of the CSU. Mit seiner 1-Bit Speicherkapazität jede einstellige Addition innerhalb von 3 Stunden garantiert falsch lösen kann. Marlene, why don't you just die, Modler? Auf geht's, Marlene. Dein Modler, die. Bist du hässlich. Gottfresse. Scheiß Drecks, cool. Im Vollsuff. So ein Mist, Junge. Mal hier echt Vollidioten. CDU, CSU. Ihr scheiß hirnrissigen Vollspastis. Erleben Sie nun die spannende Abenteuer des Raumschiffs. CDU, CSU. La da da da. La da da da. Für den Inhalt des Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Für den Inhalt des Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Die Parteien sind ausschließlich verantwortlich. Hallo Heidi oder Bärbel oder was oder? Marlene Mordler. Alde. Bestellst du dir gerade einen Kakao oder wie oder was oder okay? Wie weit ist denn bis zur nächsten Kneipe? Dann müsst du doch eigentlich wissen. Aber mach ich halt saufen. Also ich finde das ist echt erst rein, wenn irgendeiner von euch noch irgendwie eine Palette Dosenbier auftreiben könnte. Was? Ja, aber. Ey Junge, wenn ich saufen sag, dann will ich so lange gesoffen, bis alle noch am Tisch liegen, echt ey. Da drast du nicht, wa? Ey Junge, da war da jetzt echt die Version für 3-jährige Windelkacker. Hä? Weißt du was? Ich schaff das nicht. Junge, halt mal die Schnauze, Junge. Ich kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Scheiße, verdammte. Ey, sag mal, spinnst du? Da hilft nur ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Komisch, hab ich nicht. Glaube, ich muss jetzt langsam mal damit anfangen, hier ganz gemeine Fleischwunden zu verteilen, Junge, echt? Da drast du nicht, wa? Ich bin nicht halb so intelligent wie ihr. Echt, ey, Junge. Bin ich ja eigentlich nur von Doofen umgeben, oder was? Scheiße. Ich sauf dann mit euch Pennern, echt, ey. Saufen, Junge. Nee, komisch, hab ich nicht. So einen dummen Scheiß kann ich auch labern. Echt? Ja, oder wie oder was oder wer. Jetzt reicht's aber, du drehst dich jetzt rum und bückst dich, dumme Ziege. Und warum? Weil ich hier der Chef bin. Oder wer oder warum oder was. Bist du hässlich. Alter, aber jetzt mal was anderes. Alter, braucht ihr Drogen, Hasch, Speed, Cannabis, Ecstasy? Ich hab alles dabei, Jungs. Ich kann alles besorgen, ihr alten Motherfucker. Wir nehmen aber keine Drogen hier, du Arschloch. Wie seid ihr denn drauf? Noch nie abgespaced, aber ich krieg mein Schild schon an den Mann. Wir nehmen hier aber keine Drogen. Wir leben hier alle nach dem Motto, keine Macht den Drogen. Ach komm, ein Näschen. Neulich auf Jura Centauri, da bin ich so abgespaced, Alter, da flogen mir die Löffel weg. Da gibt's die absolut besten Trips, Fucker. Ey, Kleiner, schon mal auf Koks gefickt? Kommt gut, wa? Du Drogensüchtiger. So, und der Wurf, der bringt dich jetzt in Gefängnis, auch wenn dir das nicht passt. Wurf hat Angst. Was lass du denn so? Lieutenant Worf, der größte Hosenscheißer in unserer weiten Galaxie. Aber jede Wette, dem verticke ich auch noch was. Der wird so breit sein, der braucht kein Fenster mehr, um Sterne zu sehen. Computer? Du. Falsche Eingabe. Na dann, Heroin? Nicht wirklich. Wir bieten nur ein Methadon-Programm an. Scheißdreck, dann werde ich den Kack einfach mal probieren. Naja, was soll's. Naja, macht ja eh nicht breit, die Kacke. Naja. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? 1-3. Was ist denn das, ne? Probier mal, Junge. Was ist da denn hier? Wurzeln. Ich weiß, das ist ein Scheiß.
Ach komm, ein Näschen. Ey, ich find das scheiße. Jetzt halt endlich mal die dumme, fiese Fresse, Junge. Mir doch egal, was du scheiße findest. Jetzt schick das langsam. Jetzt müssen wir langsam mal rauskriegen, was das ist. Schick jetzt. Computer, dope. Falsche Eingabe. Computer, dope. Falsche Eingabe. Computer, ein Näschen. Falsche Eingabe. Computer, ein Näschen. Falsche Eingabe. Computer, ach komm, ein Näschen. Falsche Eingabe. Na dann, Heroin. Falsche Eingabe. Computer, Space Trip. Sag mal, ein geiles Ding. Fahr ich heute Abend noch ab. Wenn ich mich erstmal vorstellen dürfte. Mein Name ist Karl Squell und ich komme aus Krombach. Krombach? Das ist da, wo die Erzquelle ihren Ursprung hat. Hast rein, Jungs. Habt ihr denn einen für mich übrig? Echt, ey. Sogar der Jordi ist hier beim Saufen Zuber, Alter. Junge! Ja, klar. Du, Wolf, bist schon voll oder was? Ziehst du wieder einen Obst an am anderen weg, wa? Aber kotzt mir nicht wieder ein Teppich voll. Bist böse. Was? Nee, voll. Ein Pilz, Alte. Oder was noch besser ist, Pilz für alle. Hört mal, ihr fiesen Schweine. Ihr könnt euch jetzt mal alle richtig besaufen hier. Ja, Leute, ich erhebe mein Glas auf die fiesesten Wichser, echt? Ja, wisst ihr, worauf ich gerade mal Bock hab? Ich hätte gerade mal Bock, ein bisschen zu singen, echt, ey. Aber ich weiß nicht genau, ob mir der Text noch einfällt. Na, wie war das? Wir saufen, bis wir umfallen. 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 Was? Wir saufen, bis wir umfallen. Wir saufen, bis wir umfallen. Sing mal alle mit hier. Wir saufen, bis wir umfallen. 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 Was? Wie? Was? Was hast du gesagt? Ja, dann müsste ich mal gucken. Wie? Was? Was hast du gesagt? Wie? Was? Wer? Wie? Wo? Wann? Oh Mann, Rinhi. Ja, Captain. Müssen wir denn jetzt alle sterben? Ja, Data. Ja, klar, Junge. Aber echt, ey. War ja immer ganz nett, mit euch zusammenzuarbeiten, obwohl ihr so doof seid. Ich weiß, war manchmal ein bisschen streng. Aber weißt du was? Ihr müsst doch echt... Na, wirklich zugeben, Junge. Dass ihr wirklich die letzten Vollspastis seid. Und dabei kann ich euch echt nur den Rat geben, dass das besser ist, wenn ihr getötet werdet. Als wenn ihr nicht einsehen wollt, dass ihr mit eurer extrem unglaublichen Doofheit echt noch die ganze Galaxie verpestet. Aber andererseits hätte ich ja dann auch keine hirnrissigen Spastis mehr, die ich mal richtig ankacken kann. 3x7 ist 9. Ja, genau das habe ich gemeint. Ihr seid wirklich so doof, da kann ich echt nicht mehr mithalten, Jungs. Wenn ich schon mit euch zusammenleben muss, dann lieber tot. Und deshalb bin ich auch bereit, mit euch zu sterben. Ihr seid einfach so doof für alles. Und echt, wenn ihr mich nicht als Captain hättet, dann hättet ihr gewissen anderen. Und der hätte aus dir, Data. Du bist schon lange einen drittklassigen Aldi-Toaster gebaut, Junge. Und ich glaub wirklich, ich bin hier der Einzige, echt, der schon vor lauter Aufregung wegen euch seine ganzen Haare verloren hat. Ihr fiesen Wichser. Ja, sag mal. Hast du uns nicht mehr richtig lieb? Mein Name ist Super Idiot. Also Herrschaft, also ich hab kein Wort verstanden. Ich sagte, mein Name ist Super Idiot. Ja, also, ich finde, Sie reden äußerst unverständlich. Ich sage zum ersten Mal, mein Name ist Super Idiot. Und
der Einzige, der hier überhaupt gar nichts begriffen hat. Das ist der dumme Superidiot hier. Du stinkst ja schon vor Doofheit. Geh jetzt lieber mal ein Stück zurück, bevor ich mir hier noch einen Anzug bekotze. Da ist denn jetzt schon wieder blöd. Das kann ich dir nicht erklären, oder wie, oder was? Da bist du so blöd hier, oder wie, was? Ist blöd etwa dumm? Ich würde doch nie sagen, dass du dumm bist, oder was? Du bist doch nicht gerade intelligent, hm? Was war? Das stimmt. Süße, oder was? Bin ich so dumm, wie dumm er aussieht? Ja, dann müsste ich mal gucken. Wie, was? Was hast du gesagt? Wie, was? Was hast du gesagt? Wie, was? Wer? Wie, 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 endlos doof, scheiße dumm und wie eh und je saumäßig blöd, 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 saumäßig blöd, 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 macht mit, na klar, sag ja. Verbrecher werden kannst auch du mit deiner Wahl, mit deinem Kreuz bei CDU und CSU. Als Verbrecher sich zu zählen, darfst dann auch du. Glück auf, es geht. Abgrundtief. Bergab, ab, ab. Glück auf, es geht, es geht, abgrundtief, rundtief, bergab, bergab, Glück auf, es geht, abgrundtief, rundtief, bergab, bergab, Glück auf, es geht, abgrundtief, rundtief, bergab, bergab, es geht, abgrundtief, bergab. Das war Hockeys Bundestagswahlkampf 2017 im Hockebilly-Ultra-Kampf-Modus. Hier das Fazit. Wie, was hast du gesagt? Das ist hier die Molekularsimplexion über trivial-komplexive Plasmakonvergenzen. Wie, was? Du meinst etwa spezifische Kausalalgorithmen, die in Reihe gehen mit der Modularsequenzsynthese? Nicht ganz, aber man sollte auch die Resonanzmatrix von der Resonanzpopulation unterscheiden. Was habe ich gesagt? Man sollte aber auf keinen Fall die Phrasensynchronisation per Protonenhüllkurve des antisubkonjunktiven Schnellspulautomatik des oszillierenden VCR-Modulkompressors integrieren, oder? Junge, echt jetzt, weißt du? Das könnte jetzt echt unter den allergröbsten Umständen bedeuten, dass wir jetzt echt noch irgendwo Benzin hier kriegen würden, hä? Gucken wir jetzt so doof, weil klatscht echt, Junge. Überleitung. Eine kurzfristige Stimmenveränderung meinerseits sollte Sie nicht irritieren. Ja, mein Onkel hatte schon immer leckere Rezepte. Ja, und wir mixen da zusammen, du. Wie, was? Was hast du gesagt? Ja, dann müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo jemanden finde, der mir alles zusammenrechnet. Wie, was? Was hast du gesagt? Wie, was? Wer? Wie? Wo? Wann? Ja, dafür haben wir ja hier unser Rechengenie, wo, Junge? Du wirst ja da irgendwie hinkriegen, da in den nächsten Tagen auszurechnen, oder was, Junge? Hä? Ja, logisch, Captain. Ja, dann ist ja alles klar. Dann rechnet der Data das mal aus, der Tor, die kümmert sich da drum und du machst das, was du am besten kannst. Kaffee kochen, mache, Junge. Ja, gute Idee. Wie, was? Hat einer verstanden, was die gesagt hat, oder wie? Oder was? Kann ich da vielleicht auch eine Tasse haben, oder wie? Hä? Ich hab nämlich Durst, wie? Hä? Schwarzer Kaffee, Junge. Weißt du eigentlich, wie gut der schmeckt, Junge? Echt jetzt? Und wenn ich Kaffee sag, oder? Dann meine ich richtig dunkelschwarzen, kochend heißen. Echt leckeren, extrem schwarzen Kaffee, Junge. Und wenn du meinen Kaffee anpackst, oder, Junge? Dann dreh ich dir deine fiese Schnauze aus der Fresse. Die fiese Fresse. Aus der Schnauze.